Ja, servus zusammen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem es heute um ein Thema geht, was ich vor längerer Zeit schon mal gemacht habe, und zwar einen Smartphone-Halter. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal den Givi-Halter bzw. die Givi-Tasche vorgestellt. Ich kann das Video mal da oben verlinken. Und bin eigentlich durch Zufall über Instagram auf eine Firma gestoßen, die ebenfalls Smartphone-Halter fürs Motorrad unter anderem baut. Und das fand ich sehr interessant und habe mir das einfach mal dann bestellt und wollte jetzt mal schauen, wie sich das am Motorrad macht. Und zwar geht es da um die Firma. Kann man das sehen? SP Connect. Genau, das ist der eigentliche Halter. Der nennt sich Moto Mount Pro. Packen wir auch gleich zusammen aus. Und dazu passend ein Universal Interface. Ja, man sagt auch Halter dazu. Der zum Aufkleben ist, und zwar zum Aufkleben auf die Rückseite einer Smartphone-Hülle. Ich fand das, was ich mir so im Internet auf der Internetseite angeschaut habe, sehr, sehr schlüssig und auch wirklich qualitativ hochwertig. So hat es zumindest ausgesehen, als ich mir das angeschaut habe. Die Teile sind nicht ganz billig. Das ist also, ich verlinke euch das auch unten mal in der Videobeschreibung. Aber ich muss sagen, die sind ihren Preis wert. Also, ich bekomme jetzt hier nichts dafür, dass ich diese Werbung mache. Es geht einfach und allein darum, dass es ein Smartphone-Halter ist, der zumindest für mich ganz gut passt. Den Givi-Halter übrigens, den habe ich bei meiner Frau ans Motorrad gemacht. Da passt er ein bisschen besser und auch ihr Smartphone passt da gut rein. Von daher war das also nicht sinnlos, das Ganze. Ja, fangen wir mal an und gehen hier auf den Tisch, dann kann man das besser angucken. Packen wir das Ganze mal aus und schauen mal, was da drin ist, was wir vorfinden. Bis gleich. So, ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet, die wir noch brauchen werden. Unter anderem meine Smartphone-Hülle. Und ich hoffe, dass das darauf klebt, werden wir sehen. So, fangen wir mal mit dem eigentlichen Halter an. Das Ganze kommt, muss ich sagen, man bekommt es bei Amazon, überall kann man das eigentlich im Netz so bestellen. Ich habe das direkt bei SP Connect bestellt. Das war auch sehr, sehr schnell da, also mit PayPal bezahlt, ordentlich verpackt, angekommen. Ich hatte das natürlich jetzt schon offen, in einer sehr hochwertigen Verpackung, wobei das natürlich nicht das Entscheidende ist, aber das zeigt immer so ein bisschen, wie der Hersteller oder der Verkäufer drauf ist. Fangen wir an mit dem eigentlichen Halter. Haben wir wie immer so ein paar Beschreibungen drin. Ich blende auch zwischendrin, also ja, machen wir der Reihe nach. Also, das ist der eigentliche Halter. Und dieser ist komplett aus Aluminium gefertigt. Man kann das sehen, das ist also alles Aluminium. Und hier mit Imbusschrauben verschraubt und alles sehr, sehr wertig gemacht. Der Durchmesser für den Lenker, also für Lenker oder für kleinere Durchmesser wie Lenkerstreben oder Spiegelstreben oder so,
Da kann man also hier sehen, sind also unterschiedliche Adapter dabei. Einen Viertel Zoll ist drin, schon original. Dann gibt es einen Achtel Zoll, 1 Zoll und 7 Achtel Zoll Halter. Und die sind dann alle hier mit dabei. So, da haben wir hier also den 1 Achtel Zoll. Das ist eine Kunststoffring. Dann haben wir hier den Interfit. Ja, nee, falsch, ne? Also ohne Adapterring ist dieses Teil 1,25 Zoll groß. Der Adapterring, der hier jetzt schon drin ist, dieser kleine hier, das ist der 1,8 Zoll, das ist der 1 Zoll und das ist der 7,8 Zoll Distanzring. Die sind also dabei. Dann haben wir hier noch so eine Folie, einen Folienstreifen, um den Lenker rumzumachen, damit der Lenker nicht verkratzt wird oder sonst irgendwas. Dann sind auch zwei Distanzen dabei, also kann man das vielleicht mal so sehen. Ja, zwei Stück. Und zwar kann man diesen Halter durch eine größere Distanz hier etwas nach oben verlegen, also diesen Abstand hier etwas weiter raus. Man kann aber auch diesen Abstand hier auch weiter raus machen. Das heißt, letztendlich vom Lenkermittelpunkt bis zum eigentlichen Handyhalter kann man durch diese beiden Distanzringe, die sind hier innen drin gezahnt, kann man das sehen vielleicht so ein bisschen, ja, kann man die erhöhen durch die Verwendung von dieser Schraube, diese längere Schraube. Wird auch schon gleich ein Inbusschlüssel mit dazu geliefert, wenn man das Ganze hier rauskriegt. Also dieser Distanzring hier, den kann man dann mit dieser Schraube hier verwenden, um den Halter etwas nach oben zu bekommen. Also ich muss wirklich sagen, das Ganze ist wirklich sehr qualitativ, sehr hochwertig gemacht. Und das hier mal auseinander, kurze Schraube. So, und dann sieht man da drin, wenn man das sieht, ja, also man hat hier eine Verzahnung drauf und die gleiche Verzahnung haben wir hier, muss ich gerade mal gucken, genau, also das ist der kurze Distanzring, das wird nicht scharf hier irgendwie so, ja genau, und dann kann man hier den langen Distanzring drauf machen. Das passt da drauf oder passt nicht. Genau so. So, und dann kann man mit der langen Schraube hier im Prinzip jetzt auch gleich nochmal einen gescheiten Inbusschlüssel holen, weil diese Dinger sind echt eine Katastrophe. Und so kann man das Ganze dann höher stellen. Ja.
Und vor allen Dingen, wenn man es auseinanderschraubt und ein bisschen anhebt, dann kann man, ja, noch ein bisschen, dann kann man den verdrehen. Ja, also anheben aus der Verzahnung raus. Und dann kann man den hier wunderbar verdrehen, in alle Richtungen, wie man es haben will. Und das Gleiche gilt auch für die andere Seite. Ne? Also die Distanz geht auch noch höher. Und wenn man dann hier aufschraubt, kann man das Ganze hier ebenfalls auch verdrehen. Man muss es weit genug aufmachen und dann kann man das komplett im Prinzip in die Position drehen, in die man es haben will. Finde ich ganz praktisch. Zumal, wenn man am Cockpit nicht ganz so viel Platz hat und das Ganze nicht so besonders stark auftragen soll. Was es noch gibt, ist ein Vibrationsdämpfer, der hier oben drauf kommt. Das ist dann so ein, ja, ich habe das nicht gekauft jetzt, vielleicht kaufe ich das noch, wenn wir uns sehen. Das ist eben ein Teil, das wird hier drauf geschraubt, ersetzt dagegen. Und das soll dafür sorgen, dass während der Fahrt eben weniger Vibrationen aufs Handy gehen. Ich denke, dass das so ein Elastomer-Ding ist oder so irgendwas. Kann ich euch mal einblenden, ein Bild dazu. Ja, das ist eigentlich schon der Halter. Der kann mit diesen Distanzen dann wunderbar überall festgemacht werden. Also ich glaube, der Durchmesser ist für eine Lenkerstrebe immer noch zu groß. Aber für einen dünnen Lenker, oder das muss man dann je nachdem sehen. So, also, kleine Unterbrechung gewesen, Telefon. Ich persönlich finde den sehr, sehr gelungen, den Halter. Ist auch schon vielfach vorgestellt worden, klar. Ja, werden wir mal sehen, wie sich das Ding so macht. Ja, das ist der eigentliche Halter. Und mit seinem Zubehör, Schrauben, die ganzen anderen Halter, die es da gibt, da verlinke ich euch mal. Es gibt auch noch einen Strebenhalter, also der direkt oben an die Lenkerstrebe dran kommt. Da blende ich euch mal Bilder ein, beziehungsweise kann euch die auch verlinken dazu. So viel dazu. Beschreibung ist dabei, alles wunderbar. Und dann kommen wir hier dazu. So, ich hatte ja schon gesagt, es gibt für dieses 90-Grad-Haltesystem hier oben, gibt es schon für die Handys Schalen, die man verwenden kann. Also die sind dann so ähnlich wie das hier. Die haben auf der Rückseite eben schon den Halter drauf. Und die kann man dann mit diesem Haltesystem hier vorne verwenden. Die gibt es für gängige Handys, iPhone, Samsung, egal, eben aber halt nicht für alle. Und mein aktuelles Telefon ist ein Galaxy S20 FE und für dieses Handy habe ich diese Hülle nicht gefunden. Und deswegen habe ich mich entschieden für dieses Universal-Interface, also für den Universalhalter, der die gleiche Aufgabe übernimmt, auf diesem Teil hier anzudocken, aber den kann ich eben auf eine x-beliebige Hülle aufmachen. Das ist jetzt hier so eine, das ist keine Silikonhülle, das ist so eine Kunststoffhülle, relativ stabil. Und dieser Halter, der wird dann auf der Rückseite aufgeklebt. Da ist ein 3M-Klebeband dabei und da schauen wir jetzt mal rein. Da haben wir wieder so ein bisschen Zubehör, was dabei ist. Beschreibungen. So,
Das ist dieses Teil. Und auf der Rückseite haben wir Klebeband. Und das ist eigentlich ganz geschickt gemacht, weil diese Kante hier außenrum, die ist ein bisschen höher als das Klebeband. Das heißt, das schließt hier auf der Rückseite der Hülle dann auch passend gut ab. Okay, dann haben wir so ein Alkoholtuch dabei zum Reinigen und noch diverses anderes Zubehör. Da ist einmal ein Klebehalter, den kann man auch wieder aufkleben und der passt dann wiederum hier hinten in diese Halterung rein. Wie das funktioniert, zeige ich gleich. Dann haben wir hier einen Klickhalter. Da muss ich jetzt selber mal gucken, für was der ist. Also das ist ein Halter, der in eine GoPro-Halterung passt. Und obendrauf hat man dann die Aufnahme für diesen 90-Grad-Adapter. Und das hier ist ein Halter bzw. Ständer, der hier hinten drauf kommen kann, wenn man das Handy hinstellen muss. Ja, also das klickt man dann da ein. So, und dann kann man das Telefon so hinstellen. Ob das funktioniert oder nicht, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Eigentlich geht es um dieses tolle Teil. Die Funktion ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier so einen Ausschnitt. Und hier zwei so Nasen, die werden hier reingedrückt und dann wird das ganze Ding um 90 Grad, das ist natürlich so jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen, verdreht und dann ist der Halter fest. Ja, jetzt ist das ein bisschen locker, weil ich die Schraube nicht festgemacht hatte, aber dann drehe ich es wieder zurück und nehme den Halter wieder raus. Also drücken das da drauf, das Telefon dann, drehen das einmal rum, 90 Grad und dann haben wir den Halter da, wo er sein soll. So. Und wenn man jetzt dieses Teil, egal ob das jetzt eine Handyhülle ist oder ob das dieser Universalhalter ist, hier hinten auf die Hülle draufklebt, dann haben wir genau den Punkt, dass wir das Handy eben dann mit dem gesamten Halter da draufklemmen können und können uns entscheiden, das ganze Ding entweder so einzustellen, dass es im Querformat sichtbar ist am Motorrad oder im Hochformat. Das regeln wir dann über diese Verdrehung von dem Kopf hier vorne. Also wenn man den Kopf einmal rumdreht, dann haben wir entweder Quer- oder Hochformat-Montage. So, und was ich jetzt mal mache ist, ich klebe den Halter jetzt mal da drauf und lasse den dann mal so 1-2 Stunden da drauf, dass der Kleber richtig fest wird. Und dann montiere ich das Ganze am Motorrad und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also, das ist draufgeklebt. Ich habe dazu keine Ahnung, ob der dafür gedacht ist, aber ich habe diesen Nupsi genommen, habe den da hinten drauf gepackt und so konnte ich das also hier gut draufdrücken. Man kann diesen eigentlichen Halter auf die Hülle auflegen
ohne dass er gleich festklebt. Ne? Das ist das, was ich vorhin meinte. Man kann ihn auflegen, kann ihn ausrichten und erst wenn man ihn runterdrückt, dann kommt man auch mit dem Klebeband auf den Halter drauf, auf die Hülle drauf. Das ist ganz praktisch, weil man sonst vielleicht nicht gleich die Mitte trifft. Man kann ihn also noch gut ausrichten, bevor er festklebt. Und dieser umlaufende Kunststoff- oder Gummi-Umrandung hier, die sitzt dann sauber außen auf. Da kommt kein Staub, kein Dreck dazwischen. Der Hersteller gibt an, beim Aufkleben eine Minute aufdrücken und dann 1 bis 2 Stunden eben so lassen, damit der Kleber eben sich da gut festhalten kann. Ich habe mir hier so ein kleines Kästchen runtergelegt, damit ich hier eine glatte Fläche habe, um das einfach aufzudrücken. So, jetzt gehen wir mal ans Motorrad und schauen, wie wir das Ganze montieren können. So, ja, jetzt mal ausmachen. Also ich habe hier ja an der GS 1150 ein 22,2 mm Lenker dran und dafür nehme ich die kleine Distanz hier und ich packe mir die, ich habe das vorhin schon mal ausprobiert, hier in die Mitte. So, und was ich jetzt gemacht habe, ich habe nämlich vorhin gemerkt schon, hier innen sitzt ja der Schraubenkopf mit dieser Schraube und ich habe da ein bisschen Fett reingemacht, dass das auf dem Aluminium nicht so schubbert. So, dann gehen wir hier hin. Und ich schraube da rein. Also man muss sich das natürlich dann so einstellen, das ist wie bei allen Smartphone-Halter, dass es dann auch passt für die, dass man es beim Fahren auch sieht, aber das kann man wunderbar verstellen hier. 5 Newtonmeter bekommen diese kleinen Schrauben hier. Ich hoffe, man kann das auch sehen, was ich da jetzt gerade mache. So. Dann ist der Grundhalter ist schon dran und jetzt kann man, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, hier diese Distanzen, entweder hoch oder niedrig, ich habe jetzt die hohe drin gelassen, ja, es passt für mich. Machen wir die hier noch fest und dann kann man diesen Kopf hier, den kann man dann ausrichten und wenn man das Handy dann im Hochkantformat halten will, also am Lenker dran haben will, so im Hochkantformat, so, dann müssen diese beiden Zapfen, die hier oben dran sind, die müssen eben im Prinzip auch im Hochkantformat sein. Wenn man die quer stellt, also einmal rumdreht, dann legt man das Handy so auf und dreht es so ins Querformat. So, das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Das ist schon mal gut. So, und jetzt haben wir hier auf der Rückseite diese beiden Aussparungen, die hier reinpassen. Das drückt man dann kurz runter und dreht es dann zur Seite. Und dann habe ich hier mein Handy drin und kann das optimal während der Fahrt ablesen oder bedienen. Zum Rausmachen ganz einfach einmal drehen und abziehen. Mehr ist das gar nicht. Ja. Und das Ganze ist hier super stabil dran.
Und es trägt nicht auf. Okay, das war es eigentlich schon zur Montage. Ganz einfach, eine Schraube, bisschen Fett dazwischen, weil man merkt, dass das Aluminium mit dieser Edelstahlschraube doch schon ein bisschen reibt, ein bisschen Fett dazwischen, dann ist auch in Ordnung. Okay, und das war's. Ja, liebe Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Smartphone-Halter von SP Connect, wie ich finde, ganz gut. Muss aber jeder für sich selber wissen. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.